bis Zürich ist es okay. Ich rede von Zugfahrt nach Zürich. Das kennt man, wenn man aus Bern kommt. Aber weiter. Weiter, da wird es einem komisch. Ich fahre in die Ostschweiz genau nach Schaffhausen. Wegen meinem Mann. Andernfalls gibt es keinen Grund, dort herzugehen. Jetzt tue ich nicht schwierig, sagen alle. Ich tue gar nicht schwierig, ich gehe ja in die Tue machen. Ich bin auf dem Weg und das schon eben lang. Geschlagene anderthalb Stunden. Ich würde auch nach La Brevin fahren, obwohl es dort minus 30 Grad kann werden. Ich würde auch dort her, wo gehörig den Arsch abfrieren, wenn es einen wert wäre. Und der Östler immigriert aber assimiliert ist es wert. Darum habe ich mich ganz mut zusammengeschüffelt, also genommen, bin dann zugestiegen und fahre jetzt in den Ostblock. Obwohl mir dann nicht gehört, ist der Osten. Und was, wenn ich die Leute nicht verstehe? Und was essen die dort? Und überhaupt? Ich hocke im Zug von Zürich nach Schaffhausen und der ist voll Östler. In Bülach steigen noch mehr zu. Ich verstecke mich hinter den Schaffhauser Nachrichten und studiere den Ostslang. Ömmel, ein bisschen, Potsdamer. Jetzt steigen zwei junge Judys ein, tragen die Hose in den Stiefel. So ein Schnürstiefel. Die fahren nach Schaffhausen. Die leben in diesem Schaffhausen. Die einen hat einen getroffen, sagt sie, im Orient-Club. Das ist mehr so eine Trans-Schuppe. Berner sagen Trans. Trans oder Trans, tönt etwas so geschissen, wie es tönt. Er hätte ihre Nummer wollen, aber noch nicht angerufen. Es ist eine Woche her. Mädchen, so eine ist nichts. Eine Woche musst du nicht warten. Wenn der Morgen anläutet, dann gehst du in den Stiefel. Ein Keib ist es nicht wert. Doch ein Bub! Nuck! Schafsickel! Tschuli! Gageli! Die Hure hast du, Grete. Weil warten. Warten ist nichts. Warten ist ging schlecht. Und dann warten auf einen Anruf, der nicht kommt, ist die totale Erniedrigung. Warten darf man nicht mal auf Berner. Von außen steht Agnes mit einer gelungenen Mecke, mit einer Spritze im Hals und abgelangen Hose. Sie menstruiert im Regen und setzt sich einen Schuss, wartet auf die Wirkung vom Zucker. Sie blüht in die Ströme, der Schnee geht in die Wehle. Es hagelt Katzen, es kübelt ab. Hundswetter. Agnes fragt, hast du mir ein Tampon? Hast du mir einen Stutz? Auf der Baustelle stehen Büzer, lachen die Rögler aus. Sie ist geschnagelt durch die Unterführung, gejuffelt durch den Pflotsch. Ein gestochenes Huhn auf dem Affen. Sie blüht in die Ströme, der Schnee geht in die Venen. Es hagelt Katzen, es kübelt ab.
Merci.